Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. So, herzlich willkommen an diesem durchaus wichtigen oder fundamental wichtigen Tag. Wir erwarten ja heute um 20 Uhr den FED-Leitzinsentscheid US-Notenbank und dann 20.30 Uhr die FOMC-Aussage und um 23 Uhr dann kurz vor Ende des Tages dann noch die RBNZ, die Reserve Bank of New Zealand, mit ihrem Zinsentscheid und dem entsprechenden MPC-Versammlungsprotokoll bzw. dem Statement. Morgen dann die Bank of Japan, also es wird nicht weniger unbedingt. Und gut, wir haben heute früh über den US-Dollar-Index, über den Euro-US-Dollar ausführlich gesprochen. Jetzt ist mal noch ein Aktienindex dran, und zwar der Dow Jones, natürlich unmittelbar betroffen von der Fed, von den Aussagen der Fed. Ist jetzt nicht, ich denke mal, der Markt wird recht entspannt an den heutigen Abend rangehen, denn eigentlich erwartet kein Mensch, dass heute die Leitzinsen angehoben werden oder dass sich dahingehend irgendetwas tut oder dass sich die Fed zu irgendwelchen konkreten Aussagen verleiten lässt. Aber gut, das müssen wir abwarten. Deshalb schauen wir uns einfach mal den Dow Jones an von charttechnischer Sicht her, also unabhängig davon, was könnte heute Abend passieren, denn das wissen wir eh nicht. Ja, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren, das ist egal. Wir schauen uns die charttechnischen Gegebenheiten an. Sprechen natürlich auch darüber, was müsste fundamental passieren, damit auch sehr langfristig dann vielleicht auch diese etwaigen Short-Impulse entstehen könnten, die wir hier auf dem Schirm haben müssen. Aber ja, und dementsprechend gucken wir uns zunächst einmal den Weekly Chart an. Was ist passiert? Wir sind, oder der Dow Jones ist recht dynamisch aus dieser Wimpelformation oder vermeintlichen Wimpelformation ausgebrochen. Das geschah hier, also der letztendliche Ausbruch erfolgte ja erst, wann war das? In der Woche vom 10.4. ging es dann so richtig los, beziehungsweise vom 11.4. ist das ja, und konnte aber dieses Zwischenhoch innerhalb der Wimpelformation nicht überwinden. Dieses Zwischenhoch innerhalb der Wimpelformation ist nicht irgendein Hoch, das müssen wir ganz klar dazu sagen. Denn dieses Hoch war der oder ist der Retest-Bereich des damaligen Ausbruchs aus diesem großen aufwärts gerichteten Trendkanal. Und das ist eben nicht, das ist nicht Pillepalle, ja, das ist wirklich relativ wichtig. Es hätte hier durchaus mal zu einem deutlichen Wochenschlusskurs oberhalb dieses Bereichs kommen müssen. Wir hätten auch einen ordentlichen Retest dann sehen müssen und dann hätte die ganze Rallye hier sicherlich noch mehr Fahrt aufgenommen. So wie es jetzt aussieht, scheint es, als hätten die Bullen eben doch nicht genug Kraft, hier diesen Ausbruch wirklich weiter voranzutreiben. Klar, wir haben noch nicht mal einen wirklich schönen Retest gesehen hier auf Weekly-Basis. Er kann durchaus hier rund um die 17.500 Punkte machen. Ich runde das einfach mal auf. Kann sich der Kurs hier noch einmal stabilisieren, vielleicht ein bisschen rumspielen. Aber solange er dann nicht wieder über diese 17.900 Punkte drüber kommt, beziehungsweise auch nicht mal irgendwie an diesen Jahreshochs von 2015 kratzt, so lang müssen wir hier durchaus damit rechnen, dass diese Situation, diese 1, 2, 3 Wochenkerzen, die wir hier gesehen haben, außerhalb der Wimpelformation lediglich einen Fehlausbruch darstellen. Also das müssen wir im Hinterkopf behalten. Was müsste passieren, fundamental gesehen, dass die Situation hier weiter eskaliert, beziehungsweise der Kurs hier wieder in sich zusammenbricht? Wir hatten ja schon mal eine sehr, sehr krasse crashartige Abverkaufswelle innerhalb von 2 Wochen, die war wirklich extrem hier über 2000 Pip. Gut, für uns war es schön, denn das haben wir ja geschortet, diese Bewegung haben wir fast vollständig mitgenommen. Aber es müsste eben demnach das passieren, was alle befürchten, dass die Fed weiter ihre Leitzins- oder die Straffung der Geldpolitik vorantreibt, dass auch das Vertrauen in die Märkte weiter verloren geht. Und dann könnte es durchaus dazu kommen, dass wir wieder in diese Wimpelformation hineingeraten, die dann auch intern noch einmal testen, um dann letztendlich hier irgendwann im dritten Drittel oder beim Übergang vom zweiten in das dritte Drittel diese Formation, ich mache sie mal ganz grob, verlassen und letztendlich dann hier diese nächsten Fibonacci-Retracements anlaufen. Ja, ich hatte ja, kannst du nochmal einblenden, wann das hier beginnt, das Fibonacci-Retracement? Bei 6.460 Punkten, also wirklich beim Beginn dieser gesamten Rallye, die wir hier gesehen haben. Und ich rechne ja weiterhin damit, wenn sich diese Short-Thematik wirklich weiter aufbäumt, wir diese Wimpelformation letztlich Short verlassen, rechne ich damit, dass wir diesen Aufwärtstrend, den wir seit 2011 sehen, vollständig kompensieren werden. Also hier befindet sich auch das 61.8 Retracement,
rund um die 11.000-Punkte-Marke. Hier hat die ganze Blasenbildung begonnen und es war eine Blasenbildung. Ja, die Fed hat hier einfach an fast allen Handelstagen interveniert. Deswegen kann man hier nicht mehr von einem freien Marktgefüge sprechen. Das ist völliger Quatsch und es würde mich nicht überraschen, wenn es so krass kommt. Im Moment ist es aber noch nicht so. Ja, ich möchte ja auch nicht der riesen Crash-Prophet sein, aber wenn wir diese Wimpelformation verlassen, dann denke ich mal schon von der Projektionshöhe, also vom ersten realistischen Kursziel, wo auch immer wir hier ausbrechen sollten aus dieser Wimpelformation, werden wir schon massiv nochmal Punkte verlieren. Wir sprechen dabei hier über 3.300 Punkte, ja, und das ist eben kein Pappenspiel. Pappenstiel, deshalb dürfen wir das nicht vernachlässigen, diese Short-Thematik. So, wie sieht es weiterhin aus? Wie können wir jetzt aktuell an den Bewegungen partizipieren? Zunächst einmal dieser Wochenschlusskurs. Wie gesagt, der war sehr, sehr wichtig. Falls wir diese Woche wieder unterhalb dieses Support-Niveaus oder unterhalb dieses Widerstandsniveaus schließen, dann sollte sich die Short-Thematik weiter fortsetzen. Mindestens erst einmal im Bereich dieser 17.500-Punkte-Marke und damit an die Oberseite dieser Wimpelformation. Und jetzt mal hier auf den Daily-Chart. Ich habe mal hier das. Könnt ihr schon aus den oder können Sie schon aus den letzten Analysen zum Dow Jones, ich habe immer hier so ein paar horizontale vermeintliche Unterstützungsniveaus eingezeichnet, die durchaus relevant werden könnten. Und wenn wir an diese Bewegung unser Fibonacci-Retracement anlegen, dann sehen wir schon, okay, diese wichtigen Fibonacci-Retracements, also 38,2, 50er, 61,8er, überschneiden sich hier wirklich hervorragend mit den entsprechenden horizontalen Unterstützungsbereichen. Wir können das auch immer hier so ein bisschen breiter zeichnen, dass das Ganze auch in seiner Relevanz nochmal etwas deutlicher wird. Auch natürlich beim 61,8, obwohl das reicht aus. Also hier sieht man ja, dass der Kurs wirklich sehr, sehr häufig reagiert hat. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf dem Weekly Chart an. Und da fällt auf, okay, 23,6 Retracement, genau hier an diesem vermeintlichen Retest-Niveau dieser Wimpelformation. Und deshalb meinte ich vorhin, dass es durchaus möglich ist, dass der Kurs hier noch einmal etwas rumspielt, vielleicht sogar noch mal ein bisschen hochgeht. Alle veralbert, ja, vielleicht hier bis nochmal 17.900 Punkte, um dann diesen vermeintlichen Fehlausbruch hier noch einmal zu testen von unten her, um dann aber letztendlich wieder in diese Formation hineinzufallen. Das ist eben das Wichtige. Und das ist auch ganz interessant, dass wir uns hier innerhalb der Formation am 61,8, also fast in der Mitte der Formation befinden. Und an diesem Punkt rechne ich damit, dass es nochmal zu einer größeren Rallye kommt, welche letztendlich diese Wimpelformation dann intern antesten könnte, um dann schlussendlich zu dem gewünschten oder zu dem erwarteten Ausbruch hier zu führen aus dieser gigantischen Wimpelformation und dann eine weitere große Korrekturbewegung anzukündigen. Im Rahmen dieser Korrekturbewegung oder bezüglich dieser Korrekturbewegung sprechen wir natürlich nicht darüber, dass es hier im nächsten Monat passiert. Ganz und gar nicht. Also werden wir uns das Ganze mal hier unterteilen in die Drittel. Ich sagte es ja vorhin schon und wir gehen mal hier an diesen Punkt, da sind wir schon im Oktober diesen Jahres. Also das wird noch einige Monate in Anspruch nehmen, diese ganze Situation. Aber es kann ja nicht schaden, sich schon im Vorfeld darauf vorzubereiten, was könnte hier passieren, beziehungsweise wie können wir daran mitverdienen und daran uns eben beteiligen. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal im H4-Chart an, aber im Vorfeld möchte ich mir diesen vermeintlich wichtigen Unterstützungsbereich, also hier dieses 23,6 Retracement, mal markieren. So, und da sehen wir schon im H4-Chart fällt auf, dass wir hier natürlich auf einen relativ wichtigen Unterstützungsbereich fallen, beziehungsweise der sich hier schön überschneidet mit diesem abwärtsgerichteten Trendkanal, beziehungsweise dieser abwärtsgerichteten Trendlinie und schlussendlich auch dem H4 237er IMA. Also ich denke schon, dass wir hier knapp unterhalb von 17.500 Punkten nochmal eine entsprechende Reaktion sehen. Wie können wir jetzt aktuell daran verdienen bzw. daran mitwirken? Man könnte jetzt beispielsweise mal hier, und ist vielleicht schon für den einen oder anderen zu spät, aber falls wir es heute nochmal sehen sollten, dass der Kurs noch einmal hier zu diesem 61,8 Retracement hochkommt, meinetwegen auch nochmal zu dieser 18.000-Punkte-Marke. Wir können es ja mal hier mal grob einzeichnen. Da sehen wir schon. Ich weiß, es sind jetzt sehr, sehr viele grüne Balken, aber die, insbesondere wenn man Indizes auch auf kurzfristigem Niveau handelt, dann brauchen wir natürlich sehr, sehr viele Unterstützungsniveaus, die einem ein wenig Orientierung bieten. Und hier sehen wir schon, es wäre kein Hexenwerk, wenn der Kurs noch einmal hier heute im Tagesverlauf nochmal 100 Punkte zulegen könnte, über 100 Punkte oder auch im Wochenverlauf diesen Bereich rund um die 18.000-Punkte-Marke testet. Das Wichtige ist einfach nur, dass wir auf H4-Basis, auf Daily-Basis, auf Weekly-Basis
unterhalb dieses Kursniveaus schließen. Und dann sehe ich hier sehr, sehr gute Chancen, dass der Kurs dann entsprechend den nächsten Tagen oder der nächste Woche hier weiter herabsinkt, um letztendlich dann hier dieses 23,6er Niveau, welches wir im Weekly Chart gesehen haben oder hatten, zu testen. Ja, also das wäre hier das Szenario. Falls man nicht in diese Bewegung reinkommt oder der Kurs nicht noch einmal dort heraufkommt, dann müssen wir uns natürlich umorientieren, das ist ganz klar. Und da könnte uns hier diese aufwärtsgerichtete Trendlinie helfen, die doch durchaus solide und durchaus deutlich diesen diagonal verlaufenden Unterstützungsbereich signalisiert oder symbolisiert. Das heißt, brechen wir hier aus oder kann der Kurs hier H4-Schlusskurse unterhalb dieser Trendlinie verbuchen, dann erwarte ich mir rund um den H4 144er EMA eine entsprechende Gegenreaktion, welche diese Trendlinie noch einmal testet und infolgedessen könnte man sich dann eben hier Short einklinken und das Ganze auf kurz- und mittelfristig hier immer mal wieder Short und Long traden. Also es bieten sich im Dow Jones aktuell wirklich sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Möglichkeiten, an den Bewegungen zu partizipieren und langweilig wird es höchstwahrscheinlich nicht. In diesem Sinne wünsche ich natürlich einen erfolgreichen Resthandelstag, verabschiede mich bis morgen und sage Tschüss.